Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jenseits von Gut und Böse Limited Deluxe Edition von Bushido. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zu dieser Edition und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jenseits von Gut und Böse, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier keine Box in dem Fall, sondern so ein Büchlein. Wir lesen hier oben in roter Schrift, er ist guter Junge präsentiert. Bushido, Jenseits von Gut und Böse, Limited Deluxe Edition. Und wir haben hier Bushido in seiner Samurai, in seinem Kampfgewand der Samurai, inklusive Katana. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir das Bushido-Logo zerschnitten. Hier oben, beziehungsweise hier oben, hier auf der Rückseite haben wir dann das Bushido-Logo in Rot, Jenseits von Gut und Böse, und hier noch den Schriftzug Bushido in Rot und Weiß. Und auf der Rückseite dann die Tracklist, 20 Stück an der Zahl, plus den Inhalt der DVD. Von diesen 20 Tracks haben wir jede Menge Features, und zwar Xavier Naidoo, K1, J-Love, Swiss Beats, nochmals J-Love, Booba, DJ Premier, J-Love, K1 und nochmals K1. Interessante Features, speziell hier aus dem Ausland, also einmal französisches Feature, Booba, und dann natürlich die zwei Ami-Features, Swiss Beats und DJ Premier. Sehr selten auf deutschen Releases. Dann die DVD mit Making of, Vergiss mich Video und Outtakes. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann kommen wir mal zum Inhalt. Wir haben hier eine 3D-Brille und das erklärt auch, warum das Cover etwas komisch aussieht. Vielleicht sieht man es hier, das Ganze in der 3D-Optik. Deswegen wirkt das Bild etwas unförmig oder die Konturen etwas unscharf. Hier man sieht diese typischen rot-grünen Konturen. Dafür ist eben diese 3D-Brille dabei. Und diese Optik zieht sich jetzt durch das ganze Booklet bzw. Artwork dieses Buches. Also die Fotos, die wir hier haben, allesamt mit dieser 3D-Brille dann anzusehen. Und dann haben wir auch noch die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Und wir sehen schon, dieses Samurai, dieses Schwertkampfthema zieht sich hier wirklich durch das gesamte Booklet. Weitere Tracks. Sieht das aus. Dann hier Bushido, dürfte so eine Teezeremonie sein. Weitere Tracks, Bushido. Dann hier noch die Infos, was sich auf der DVD befindet, haben wir auf der Rückseite schon gesehen. Wieder Bushido, inklusive Schriftzug. Dann hier zum Abschluss noch die Credits. Und dann kommen wir schon zum eigentlichen Inhalt. Hier haben wir nochmals das Bushido-Logo, inklusive drei Karpfen. Finde ich sehr interessant, gerade im Hinblick der heutigen Zeit, da ja Bushido seit mehreren Jahren jetzt ein Fachgeschäft für Aquaristik betreibt. Mich würde natürlich interessieren, ob er damals schon gewusst hat, also vor mittlerweile 7 Jahren, im Jahr 2011, ob er in diese Richtung gehen wird oder ob das einfach nur Zufall ist. Keine Ahnung, finde ich auf jeden Fall spannend. Und dann haben wir hier dann den Hauptinhalt dieses Buches. Und zwar hier haben wir einmal die Instrumentals auf CD. So sieht das Ganze aus. Diese hier in der Hülle, in dieser Doppelseite verpackt. Wenn ich es wieder reinbekommen würde, jawohl. Und dann haben wir hier noch die DVD mit FSK 16 Vermerk. So sieht das Ganze aus. Und darunter dann noch das Album an sich. Also Limited Deluxe Edition lesen wir hier. Sieht so aus. Das Ganze hier in diesem Plastikhalter festgemacht. Ja, von diesen 20 Tracks muss ich ehrlich sagen, sind meine Favoriten. Einmal Track Nummer 2,
wie ein Löwe. Und Track Nummer 14, Wärst du immer noch hier. Beide Solo-Tracks, aber beide echt gut. Und ja, die 3D-Brille können wir auch wieder verstauen. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Limited Edition befindet. Einmal die 3D-Brille, dann dieses in der 3D-Optik gestaltete Booklet, die Instrumental-CD, die DVD zum Album und natürlich die Album-CD. Das alles in dieser Limited Deluxe Edition von Bushido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Edition? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bushido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.